So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich war mit Pupsi gerade im Kaufland in Meiningen, da habe ich was gesehen von Tante Tomate. Kennt ihr Tante Tomate? Ne, nicht Tante Thomas, aber Tante Tomate. Das ist irgendwie eine Firma, echt lecker steht da. Und da habe ich diese Chips entdeckt. Guck dir mal diese Chips an von Tante Tomate. Echt lecker. Uschi snackt und das ist die Uschi. Guckst du dir an, wie so eine Uschi halt nun mal aussieht. Und neben der Uschi snackt, habe ich noch was anderes gefunden. Porno. Ja, da steht halt wirklich drauf einfach Porno. Das Kind hinter mir an der Kasse, guck mal Mama, der Mann davon, der kauft Pornos, ne, aber da waren nur Chips und deswegen, ich weiß nicht, was das ist. Das sind auf jeden Fall, wie es hier steht, Hand-cooked, kettle-cooked shiny golden glam, hand-cooked style made with love and happiness, kettle-cooked shiny golden glam, irgendwelche ungarisch Paprika spicy Chips, Paprika spicy Chips von Tante Tomate, echt lecker, Porno. Wenn du das umdrehst, sieht man, wird's was mit uns, die haben also auch irgendwelche Currywurstgewürze, Bubbelgewürze, ruf mich an, Bubbel für Salat, Fleisch, Soßen, Pornogewürz. Porno ist nicht süß, Porno ist scharf, sehr reizvoll zu frischem Fleisch. Also eine ganze Gewürzkette und hier seht ihr pornomäßig Mann mit Brille und Hund. Während wir bei unserer Uschi, um die nochmal zu zeigen, Uschi Snack, schön mit Brille, mit Haare, mit allem drum und dran, auch Handcooked Style, made with love and happiness, Kettle Cook, Heart Opening Kiss Bang. Also, statt Shiny Golden Glam haben wir Heart Opening Kiss Bang von Uschi. Uschi Snack. Und hier noch ein Bild von der Uschi, ne? Seht ihr das? Die isst ihre eigenen und die Augen hochrollen, kommst du dir vor wie bei Seven vs. Wild. Die würzt mit uns Pizza, Gewürz, Spaghetti B, Gewürz und Uschi kocht. Uschis Allrounder für Pasta, Salat und Fleisch, Leopardig Wild, Pink eben Uschi. Da ist auch schon der Leopard. Ah, die Schatz. Und jetzt wollen wir das aber mal hinstellen und mal testen, wie das schmeckt. Wir fangen mal mit Uschi Snack an. Moment, für Thumbnail muss ich ja beide Tüten hier reinhalten. Porno und Uschi Snack. So, das reicht. Jetzt mal aufmachen. Die Katze freut sich schon. Das ist übrigens auch ungarisch Paprika. Ungarisch Paprika. Ungarisch Paprika Spicy. Was ist denn das jetzt? Geschnüffelt? Schnüffel? Adi setzt sich hin. Adi, nimm das Pfötchen. Adi ist zurück in seiner Rolle. Die letzten 100 Jahre hat er mich alleine gelassen in den Videos. Jetzt ist er back on the rocks. Dann nimm halt mal eins raus, oder? Willst du nicht? Das sind die guten Uschi Snacks. Uschi Snacked. Das ist nicht scharf. Das ist Uschi. Oh, ich habe mal in die Tüte reingerochen. Das ist auf jeden Fall richtig brutal, weil ich nehme es dir mal kurz weg. Oh mein Gott. Du machst die Tüte auf. Das riecht unglaublich brutal. Richtig stark. Handcooked. Mega knusprig. Bisschen trocken, aber dafür auch nicht fettig. Ungarisch Paprika. Kann ich nichts so sagen. Kannst du essen, aber die sind wirklich mega gewürzt. Ich glaube, wenn ich noch mehr esse, ist irgendwie der ganze Mund versalzen. Verpaprikatisiert, ich weiß es nicht. Ja, aber auf jeden Fall eine richtig schöne Würzung. Das kann man ihnen lassen. Ungarisch Paprika. Interessante Sorte. Auf Dauer glaube ich mir ein bisschen too much. Viel zu sehr Geschmack. Das haut voll rein. Richtig, aber überfordert mich schon ein bisschen. Muss ich sagen. Design interessant. Marke interessant. Name fresh und tight. Ja, Uschi am Start. Aber 2,99 für so eine Tüte Chips.
Wir gucken mal, was der Porno kann, wenn wir den Porno noch aufmachen. Was ja jetzt dasselbe sein müsste, nur halt mit scharf. So, wir riechen hier rein. Das riecht ein bisschen wie Habanero vor allem. Paprika, Pulbiber, brauner Rohrzucker, Pfeffer schwarz, Piment, Chili, Rauchpaprika, Cayennepfeffer, Hefeextrakt, Koriander, Basilikum, Knoblauch, Kartoffeln. Wir ziehen uns einfach mal rein. Die Spicy-Variante von den Ungarisch. Geht ein bisschen in eine speckige Richtung. Als würde ich hier diesen Bacon-Snack essen. Also ich muss sagen, mir schmecken die Porno auf jeden Fall besser. Die sind auch mega würzig. Es legt sich alles, ist richtig präsent, legt sich alles ab. So richtig scharf sind die natürlich nicht für mich, für euch vielleicht. Aber dadurch, dass die trotzdem spicy sind, merkst du den Unterschied zu den anderen. Gefallen mir die eigentlich ganz gut. Ich glaube, für 2,99 würde ich die aber nicht nochmal mitnehmen, ne? Der Pupsi war so gnädig, hat gesagt, ja komm, pack halt ein. Deswegen, Porno. Warum aber Porno? Weil Pornos scharf sind. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal gesehen? Im Kaufland. Tante Tomate, echt lecker. Porno-Chips und Uschi snackt zwei Tüten. Jetzt muss ich die Uschi nochmal probieren. Ja, wenn du Porno gegessen hast und zu Uschi zurückkommst, ist das deutlich schwächer und irgendwie unspektakulär. Sodass du also die Uschi für die Damen, die Pornos für die Männer, so ist es bestimmt gut aufgeteilt. Das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr das kennt, schreibt's rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.